habe eine Idee, was wir jetzt machen. Pass auf. Ich habe eine Idee, was man mit dem jetzt machen kann. Er ist uns ja kurz hinterhergelaufen und ich habe gehört. Gucken, ob der hinter uns bleibt. Da stehen. Nicht so weit weglaufen, nicht so weit weglaufen, nicht so weit weglaufen. Bleib mal stehen. Ich will das nur einmal testen. Wenn es nicht geht, dann machen wir es nicht mehr. Aber es könnte funktionieren. Da laufe ich nicht lang, da ist kein Weg. Entschuldigung, wenn ich so besoffen laufe. Hier, aber ich muss die Kamera mal drehen, nach vorne gucken. Ob der noch hinter uns herläuft. Hoffentlich ist der Weg nicht mehr so weit, ey. Sonst, folgt ihr uns hier durch auch? Gut, okay. Das ist natürlich eine massige Abkürzung. Hallo. Hallo. Oh, ich kann kotzen. Junge, wieso kann ich denn nicht E drücken? Ist das nervig. Okay, weißt du was, fick dich. Letzte Chance. Okay, dann verpiss dich. So. Okay. Muss ich das lernen? Ich wollte finden. Hallo? Dachte ich mir noch. Geh da hoch. Na toll. Hallo, oh, Alter. Wieso gehst du denn nicht da hoch, Mensch? Da kann man doch extra hoch. Oh, ey. Wie dumme Sau ist das. So, hier müssen wir mal rein. Ach ne, ich ahne es schon. Ach, sehr gut. Diese Dinger nicht kaputt gehen, das ist echt fragwürdig, aber egal. Ich nach einem halben Pulle Bomo. So. Entschuldigung. Wo
Bromi Moor, ne? Da kommt das auch her. Keine Ahnung, was ich rede. Sie wurde wohl verriegelt. Falsche Richtung. Was ist daran so schwer, ey? Jetzt geht die dahin, ey. Ist das bescheuert. Da sollst du drauf, Alte, ey. Was ist daran so schwer zu kapieren, ey. Ich steh jetzt auf, ja. Ach, das wäre so ein Händler. Da hinten. Ich müsste mal was trinken, fällt mir gerade ein. Aber egal, muss ich mir was für einschicken. Guck mal, ob ich das gerade hinkriege. Nein, kriege ich nicht. Fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hier drinnen mit Sicherheit, ne? Ah. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Jede Scheißtür. Vor allen Dingen, wenn da keiner drin ist und die verriegelt ist, weißt du, wie kommt denn der Typ dann wieder raus, der zugemacht hat? Das ist auch schlau durchdacht. Komm mal hier rauf, das geht nicht. Trauriger Tag für Oxenforge hier. Oxenforge hier. So. Jetzt weiß ich auch, wie man das ausspricht. Okay, dann können wir jetzt nämlich mal mit der Mission weitermachen. Mit der Quest, Entschuldigung. Ist das ein Schmied? Ne, der macht Pferde. Ein Hufschmied vielleicht. So. Ich dachte, die erschrecken sie jetzt mega, aber leider nicht. Hier können wir leider nichts. Wie viele Titanen bräuchten wir denn als nächstes? 3, 2, 2. Da brauchen wir erstmal nichts. 4,9 kritischer Schaden. Oh, die müssen wir sofort irgendwo verteilen. Warte mal. Elite-Schaden. Kritischer. Ist schwerer. Schlechter als kritischer oder besser? Können wir sowieso nicht verteilen. Toll. Da wird die reingehen. Aber hier komischerweise nicht. Doch, jetzt geht die da. Jetzt geht die da rein. Warum? Okay, weißt du was? Dann nehmen wir hier den Fähigkeitenschaden noch raus. Das da rein.
2,2 Angriff. Soll ich die dann mal reinmachen? Komm, scheiß drauf. So. Was haben wir noch? Fähigkeitenschaden. Ja, gut. Dann machen wir mal weiter. Sie ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein guter Fang, Bursche. Und ein ziemlich blutiger. Ölkrüge, Rottenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie! Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf. Ich weiß nicht, wie wir sie aufhalten können. Sie kontrollieren alle Wasserwege. Vielleicht sind sie gefährlich. Na, dann machen wir das mal. Am Ende sind sie die besseren Seefahrer. Nichts ist diesen Heiden. Perfekt. Dann gucken wir mal. So, ich wollte hier unten hin, ne? Wo war das denn? Hier. So, die beiden wollten wir ja machen. Edwins Einfluss schwächen. Na gut. Ist das denn? Bei Lindford. Ne, das ist Lunden. Lindford. Der Ostgrenze, das ist hier. Was ist das hier unten? Schätze ich mal, oder? Hier ist schon Grantabrück. Am Nordufer. Große Use, ja, welche ist denn das? So, mit Sicherheit hier. Das müssen wir auch mal holen hier. Nordufer der großen Use. An der Oskar, ja, das muss hier sein. Okay, weißt du was? Dann fahren wir mit dem Schiff dahin. Obwohl, nee, warte. Ah, das ist dieser, der Typ hier. Den habe ich ja völlig vergessen. Aber wir machen noch einmal eine Schnellreise hin und dann düsen mit dem Pferdarmee so quer durch. Oder dahin, keine Ahnung. Nee, das heißt, wir gehen da und dann mal dahin. So. Dann schauen wir mal. So, welche Richtung ist denn das? Da hinten. Ich will nur kurz hier aus diesem steilen Geländer raus, damit wir das Pferd holen können. So, jetzt. Das Reittier, Entschuldigung, heißt ja Reittier hier.
sollte. So, Widersprung. So. Ach, wir müssen nur noch mit Sicherheit wieder ein paar Leute platt machen, oder? Erstmal hier. Ach. So, jetzt gehe ich mal hier drauf. Hier ist nichts. Was siehst du? Siehst du? Aua. Doch nicht. Hier darf mich niemand sehen. Ja. Oh, fängt ihr wieder an. Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Waren wir schon mal in irgendeiner Mission, jetzt weiß ich es wieder. Fuck. Fängt ja gut an. Wer? Wo? Was weiß Obi? Er hätte mich aber getroffen, das ist ja auch witzig. Siehst du schon wieder. Hä? Sag mal. Hä? Bescheuert. Egal. So. Kann ich aber nicht hoch, oder? Nee. Komm schon. Nicht runterfallen. Ja, den können wir sowieso nicht looten. Ist hier noch was? Ja. So. Ja, stimmt. So, kann ich hier irgendwo mal hoch oder ist das ausgeschlossen? Haben die sie hier eingebaut? Der ging daneben. Ah,
finde mit Pfeilen schießen im Spiel eigentlich voll geil, aber dass man nur so viele Pfeile verliert, ist das blöd. Ja gut, jetzt haben wir das Problem nicht mehr. Clint, ich muss auf die andere Seite. Ich finde das so nervig. Oder so. Brief von Wiegmund. Rennen und packen. Stufe 2 mit Sicherheit, ne? Oh, unsere erste Stufe 2 Fähigkeit, das ist ja auch mal schön. So. Ich könnte der Vollständigkeit halber hier mal aufmachen. So, 400 Meter in die Richtung wollen wir nicht. Wir wollen nach da unten. Oh, guck mal. Och. Gar nicht gesehen. Vielleicht mal hier. Hallo? Alter, ist die dämlich, ey. Die ist so sauhohl, die alte, ey. Oh, Alter, ey. Dann holen wir uns das da unten. Dann können wir den Raid da drüben vielleicht mal machen. Der ging schon mal daneben. Scheiße, ich dachte, die Mauer wäre offen. Fuck. Ja, großartig. Hier geht's nicht durch. Klettern kann ich damit nicht, das ist ja auch großartig. Ja. Warum steht das Pferd in... Okay, warte. Ah ja. Interesting. Okay, warte. Das funktioniert nicht. Aber ich könnte das ja theoretisch da drüber werfen. Viel zu kurz. Ja. Muss nachgucken? Nee. Falsche Seite, dumme Sau. Boah, Alter, ey. So dämlich zum Scheißen gehen, ey. Krieg ich meine Dinge ja auch nicht kaputt. Geht leider auch nicht.